Guten Tag. Wie geht es euch? Ja, wir haben heute eine sehr interessante Botschaft. Sehr herausfordernd, diese Botschaft vorzubereiten. Denke ich immer, ich muss eine Botschaft vorbereiten, bei der mindestens 3000 Menschen Buße tun. Ja, wahrscheinlich meine Botschaft ist nicht so kraftvoll wie Petrus' Botschaft, aber wir können auf jeden Fall durch Petrus' Botschaft sehr viel lernen, wie wir Gottes Wort auch in unserer Generation verkündigen, vor allem wie wir eine Gemeinschaft bilden können, die so wunderschön wie die erste Gemeinde ist und viele junge Menschen so anzieht, an Jesus zu glauben und neues Leben in Jesus zu beginnen. Ja, der Titel der Botschaft lautet: Gott machte Jesus zum Herrn und Christus. Apostelgeschichte 2, 22 bis 47 haben wir gelesen und der Leitvers ist der Vers 36. Wollen wir den einmal gemeinsam lesen? Vers 36. Bitte. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen heiligen Sonntag, an dem wir zusammenkommen dürfen und dein Wort aus der Apostelgeschichte weiter studieren dürfen. Danke, dass du uns die erste Predigt von Petrus lehren möchtest und uns helfen möchtest, Jesus als unseren Herrn und Christus persönlich aufzunehmen. Danke, dass du uns zur Umkehr führst und dass du uns hilfst, eine geistliche Gemeinschaft zu bilden, die den großen geistlichen Einfluss in dieser Generation ausüben darf. Bitte gebrauche mich in dieser Stunde als deine Stimme. Sei du mitten unter uns. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir danken dem Herrn für unser gesegnetes Apostelgeschichte-Bibelstudium, durch das wir das Wirken des Heiligen Geistes kennenlernen dürfen. Gott hat den Heiligen Geist am Pfingsttag zu seinen treuen Gläubigen gesandt und sie zugerüstet, als seine Zeugen das Evangelium bis an das Ende der Erde zu verkündigen. Wir danken Gott auch für das Levitikus-Bibelstudium unserer Missionare mit Hirten Moody Park und dass Gott sie dadurch gestärkt hat, als ein heiliges Volk Gottes zu leben und die Nächstenliebe auszuüben. Heute wollen wir die erste Predigt von Petrus am Pfingsttag in Jerusalem studieren. Es war die erste Predigt überhaupt in der Geschichte der Kirche und zugleich die wirkungsvollste. In dieser Predigt verkündigte er das Evangelium von Jesu Kreuzes Tod und Auferstehung. Er forderte auch seine Zuhörer klar zur Buße auf, dass sie Jesus gekreuzigt hatten. Gottes Wort ging ihnen durchs Herz. Diejenigen, die Buße taten und sich bekehrten, bildeten später die erste christliche Gemeinde. Es wurde eine wunderschöne geistliche Koinonia, durch die die Liebe Christi praktisch verkündigt wurde. Lasst uns die Predigt von Petrus persönlich aufnehmen und mit Buße reagieren. Lasst uns eine wunderschöne Gemeinschaft wie die erste Gemeinde bilden, durch die viele junge Leute zum Glauben an Jesus gezogen werden. Teil 1, die Pfingstpredigt von Petrus. Es war der erste Pfingsttag in Jerusalem, gerade 50 Tage nachdem Jesus in der heiligen Stadt verraten, überantwortet und getötet worden war und dann am dritten Tage von den Toten auferstand.
alle diese Ereignisse waren noch ganz frisch in ihrem Gedächtnis. Und die Apostel und anderen Jünger hatten sich gemäß der Anweisung Jesu regelmäßig getroffen und zusammen gebetet. Da wurden sie gemäß der Verheißung des Herrn vom Heiligen Geist erfüllt, der hörbar durch ein lautes Brausen und sichtbar in Feuerzungen auf jeden von ihnen kam. Sie fingen an, in mindestens 15 verschiedenen Sprachen zu predigen, sodass die Menschenmenge ganz entsetzt wurde. Petrus stand als erster unter ihnen auf und verteidigte die Jünger, dass sie nicht, wie einige meinten, betrunken seien, sondern vielmehr durch den Heiligen Geist so vollmächtig die großen Taten Gottes bezeugen konnten. Indem er sie an Joel Kapitel 3 erinnerte, verkündigte er ihnen das Werk des Heiligen Geistes, der alle Menschen, ob jung oder alt, mit herrlichen Visionen Gottes für die Zukunft erfüllt. Doch Petrus blieb nicht dabei stehen, Gottes Werk zu verteidigen. In seiner Predigt bezeugte er das Evangelium von Jesu Kreuzestod und von seiner Auferstehung, und etwa 3000 Menschen kamen zur Buße. Wollen wir einmal den Vers 22 gemeinsam lesen? Bitte. Ja. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen, durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Petrus wandte sich an seine jüdischen Volksgenossen. Es waren gerade dieselben Menschen, die Jesus abgelehnt, sogar geschrien hatten, kreuzige, kreuzige ihn. Petrus konfrontierte sie nun mutig mit der Tatsache, dass Jesus unter ihnen als ein Mann Gottes ausgewiesen war. Jesus hatte so viele Taten, Wunder und Zeichen vollbracht, die gemäß Jesaja Kapitel 61 die Kennzeichen des Messias waren. Selbst der Pharisäer Nikodemus hatte in Johannes 3, Vers 2 erklärt: Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Mit anderen Worten hatten die Juden längst gewusst, dass Jesus der verheißene Messias sein musste, es aber in ihrem verstockten Herzen wissentlich abgelehnt und den Weg der Rebellion gewählt. Jesus abzulehnen ist nicht ein Akt der Unwissenheit. Es ist eine Tat absichtlicher Rebellion gegen Gott. Alle Menschen haben eine angeborene Kenntnis Gottes und trotzdem wollen viele ihn nicht wahrhaben. Unglaube ist Rebellion gegen Gott und eine schwere Sünde. In der heutigen Zeit denken viele, dass Glaube bloß eine Option sei, dass jeder sich frei dafür oder dagegen entscheiden kann. Aber die Bibel sagt, dass Unglaube absichtliche Rebellion gegen Gott ist, die ewige Konsequenzen nach sich zieht. In diesem Sinne sollen wir den Unglaube der Studenten klar tadeln, sie zur Buße und zur Umkehr zu Gott führen. Jesus bezeugt in Johannes 3, Vers 18: Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Sehen wir uns den Vers 23 an. Lesen wir auch Vers 23 einmal gemeinsam. Bitte? Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Jesu Tod am Kreuz war kein tragischer Unfall oder Justizirrtum. Es war der souveräne Ratschluss und die Vorsehung Gottes, dass er seinen einzigen geliebten Sohn als das vollkommene Opferlamm für die Sünden der Menschheit hingegeben hat.
In seiner Weisheit und Liebe wollte Gott seinen einzigen Sohn zum stellvertretenden Sühneopfer für die Sünden der Menschen machen. Gleichzeitig ist die Ablehnung und Verwerfung Jesu die Schuld der Menschen in Sünden. Petrus führte hier die zuhörenden Juden ihre Schuld vor Augen. Es waren nicht die hohen Priester, es waren nicht die Römer. Es war ihre eigene Schuld, dass Jesus gekreuzigt wurde. Wir müssen anerkennen, dass nicht nur die Juden damals, sondern auch wir Schuld am Tod Jesu tragen. Es ist meine Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Es ist meine Selbstsucht, meine Kaltherzigkeit, meine Ablehnung von Jesu Herrschaft, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Jesus betete am Kreuz für diejenigen, die ihn ans Kreuz schlugen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betete für die Vergebung der Sünder, damit wir zu Gott zurückkommen und seine Vergebung persönlich erfahren dürfen. Sehen wir uns Vers 24 an. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Petrus bezeugte die wunderbare Tatsache der Auferstehung Jesu. Jesus blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden. Er hat die Macht des Todes besiegt. Dies bezeugt, dass Gott das Opfer Jesu angenommen hat und ihn nun zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Lesen wir diesen Vers 24 einmal gemeinsam. Bitte? Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Gemäß der Genesis ist der Tod kein natürlicher Vorgang, sondern eine Folge der Sünde und der Trennung des Menschen von Gott. Weil alle Menschen Sünder sind, müssen sie schließlich vor der Macht des Todes niederknien. Eigentlich wurden bisher alle Menschen vom Tode festgehalten. Sogar mächtige Männer wie Alexander der Große oder Genghis Khan mussten sich vor der Todesmacht beugen. Aber Jesus war ohne Sünde. Er erniedrigte sich selbst und er wurde Gott gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Gott konnte den sündlosen Jesus nicht dem Tod überlassen, sondern er weckte ihn von den Toten auf. Die Auferstehung Jesu bezeugt, dass Gott viel mächtiger ist als die Macht des Todes. Sie gibt uns die begründete Hoffnung für unsere eigene Auferstehung. In den Versen 25 bis 29 zitiert Paulus dann den Psalm 16, in dem König David ein Leben im absoluten Vertrauen auf Gott bezeugt. David glaubte an die Auferstehung und bezeugte seine lebendige Hoffnung. In der Tat aber ist David gestorben. Er wurde begraben und man kann noch heute sein Grab besuchen. Die Verheißung gilt seinem Nachkommen, Jesus, der die Verwesung nicht gesehen hat und nicht im Grabe geblieben ist. Für viele Menschen scheint die Auferstehung Jesu etwas völlig Undenkbares zu sein. Aber sie ist bereits im Alten Testament vorausgesagt, genau wie der Kreuzestod Jesu, den er als das stellvertretende Opferlamm wegen unserer Sünden auf sich genommen hat. Die Verse 27 und 28 sagen: Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Lesen wir einmal den Vers 32 gemeinsam. Bitte? Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Nicht nur David, auch alle Apostel waren lebendige Augenzeugen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.
Die Auferstehung Jesu veränderte sie von furchtsamen Menschen zu fröhlichen Auferstehungszeugen. Jesus hat den Heiligen Geist vom Vater ausgegossen, gemäß seiner Verheißung. Er befähigte sie, das Evangelium freimütig zu predigen, in Jerusalem und schließlich bis an das Ende der Erde. David hat Jesus als seinen Herrn bezeugt, der zur Rechten Gottes sitzt. Darum sollen auch wir Jesu Herrschaftsanspruch annehmen. Lesen wir einmal Vers 36 gemeinsam. Bitte? So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Petrus bezeugte ihnen, dass Jesus von Gott zum Herrn und zum Christus gemacht ist. Er ist unser König. Er ist unser Erlöser. Diese Worte standen im scharfen Kontrast zu ihrer Sünde der Kreuzigung Jesu. Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Doch oftmals wollen wir seine Herrschaft nicht annehmen. Wir wollen selber unser eigener Herr bleiben und selbst bestimmen. Unsere eigenen Dinge sind uns wichtiger als Gottes Reich und seine Mission. Es gibt auch diejenigen, die Jesus ablehnen, indem sie ihre Sünde relativieren und nicht Buße tun wollen. Sie behaupten, dass sie Jesus nicht brauchen. Aber Gott hat Jesus zu unserem Herrn und Christus gemacht. Wir sollen ihm in unserem Leben die erste Stelle geben und ihn als unseren Erretter persönlich annehmen. Wir sehen hier, dass Petrus klar den Kern des Evangeliums predigte: Jesu Kreuzestod und seine Auferstehung. Für viele klingt diese Botschaft zu einfach, sogar wie eine Torheit. Die Juden wollten immer besondere Zeichen sehen, die Griechen wohlklingende Weisheit hören. Aber die Apostel verkündigten die geschichtliche Tatsache von Jesu Kreuzestod und Auferstehung als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Dieses Wort hat Veränderungskraft. Die Predigt von Petrus bewirkte, dass 3000 Menschen Buße taten und zu Jesus umkehrten. Lasst uns den Kernpunkt des Evangeliums durch unser Zweierbibelstudium fleißig verkündigen, dass die jungen Menschen über ihren Unglauben, über ihr Selbstvertrauen Buße tun, Jesus als Herrn und Christus aufnehmen und so Europa noch einmal geistlich wiedererweckt als eine Hirtennation für die Weltmission gebraucht werden kann. Zweitens, was sollen wir tun? Sehen wir uns an, wie die Menschen auf die Pfingstpredigt von Petrus reagierte. Lesen wir den Vers 37 einmal gemeinsam. Bitte. Als sie aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das Wort Gottes ging ihnen durchs Herz. Sie waren vom Wort Gottes ganz persönlich betroffen. Und darum fragten sie Petrus und die Apostel, was sie tun sollten. Es gibt immer zwei mögliche Reaktionen auf das Wort Gottes: annehmen oder ablehnen. Buße tun oder in Feindschaft bleiben. In Apostelgeschichte 5,23 lesen wir, dass die hohen Priester vom Wort der Apostel ebenfalls ins Herz getroffen wurden, aber dass sie sich entschieden, dagegen zu rebellieren und die Apostel umbringen wollten. Diese Menschen aber waren bußfertig und sie fragten nach dem Weg, was sie tun sollten. Lesen wir einmal Vers 38 gemeinsam. Bitte? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der einzige Weg zur Errettung besteht darin, dass wir Buße tun und uns auf den Namen Jesu taufen lassen.
Buße bezeichnet hier die Umkehr zu Gott. Taufe bedeutet das Bekenntnis zu Jesus. Den Herrschaftswechsel, dass unser alter Mensch stirbt und wir zu einem neuen Leben unter der Herrschaft Jesu auferstehen. Wenn wir mit Buße und Glauben zu Jesus kommen, empfangen wir durch die Gnade Jesu Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes. Wir werden zu Gottes Kindern, zu einem Teil seiner Familie, und das Reich Gottes wird unser ewiges Erbe. Petrus ermahnte die Zuhörer noch mit vielen Worten, dass sie sich aus diesem verkehrten Geschlecht erretten lassen sollten. Vers 41 sagt, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Die erste Gemeinde waren diejenigen, die die Pfingstpredigt von Petrus gehört hatten, Buße getan und Jesus als ihren Herrn und Christus aufgenommen hatten. Es war eine Gemeinschaft der vergebenen Sünder, die von herzlicher Liebe gekennzeichnet war. Drittens, die erste Gemeinde. In den Versen 42 bis 47 erfahren wir den Charakter der ersten Gemeinde, die ein Vorbild für alle folgenden Gemeinden der Gläubigen sein sollten. Wollen wir einmal den Vers 42 gemeinsam lesen? Bitte. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Zum Ersten, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das Zentrum dieser ersten Gemeinde war das Bibelstudium. Sie hatten beständig Gemeinschaft im Wort Gottes, indem sie der Lehre der Apostel zuhörten. Darüber hinaus hatten sie herzliche Gemeinschaft, trafen sich zum Brotbrechen, zu einer gemeinsamen Mahlzeit, die sie an das letzte Abendmahl Jesu erinnerte, und sie beteten immer zusammen. Die geistliche Gemeinschaft mit dem Wort Gottes sollte im Mittelpunkt jeder christlichen Gemeinschaft stehen. Als ich zum Bibelstudium kam, war mein Interesse nicht so besonders geistlich. Aber ich wurde durch das Wort Gottes, durch das Bibelstudium angesprochen. Und dadurch, dass es Menschen gab, die gemäß dem Wort Gottes lebten. In dieser Hinsicht ist unser Bibelstudium und unser Frühgebet der wichtige Kern unserer Gemeinschaft, den wir nicht vernachlässigen sollten. Gemeinde ist nicht einmal am Sonntag den Gottesdienst zu feiern, sondern tägliche Gemeinschaft mit dem Wort Gottes. Zweitens, pflegten sie die liebevolle Gemeinschaft untereinander. Früher waren die Nachfolger Jesu, einschließlich der Apostel, individuell und pragmatisch gesinnt gewesen. Jeder war sich selbst der Nächste und sie konkurrierten sogar untereinander. Aber als sie an den auferstandenen Jesus glaubten, wurden sie verändert. Nun liebten sie einander herzlich. Sie kamen zusammen und hatten fröhliche Essengemeinschaft, so wie unsere Jugendlichen jeden Mittwochabend eine fröhliche Essengemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft gab ihnen neue Kraft und sie konnten füreinander beten. Heutzutage gibt es viele, die sich Christen nennen, aber Gemeinschaft für unwichtig halten. Ihr Problem ist, dass sie sich nur mit eigenen Anliegen beschäftigen. Die ersten Christen liebten Jesus und beteten für die Ausbreitung des Reiches Gottes zusammen. Sie hatten auch keine Erwartungshaltung gegenüber ihren Glaubensgeschwistern. Eine Erwartungshaltung macht uns oft kritisch gegenüber anderen oder sogar verbittert. Aber die ersten Christen waren bereit, zuerst den anderen zu dienen. So konnten sie eine wunderschöne Gemeinschaft untereinander bilden. Zum Dritten opferten sie ihre Habe und führten ein hingebungsvolles Leben. Lesen wir auch die Verse 44 und 45 gemeinsam.
sagte. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Die ersten Christen hatten ihre Habsucht und ihre Selbstsucht überwunden. Sie versuchten nicht mehr, das meiste für sich selbst herauszuholen und persönliche Vorteile zu gewinnen. Sie liebten Jesus und Jesu Leute und waren froh, mit ihrer Habe die anderen zu unterstützen, sodass das Evangelium noch schneller verkündigt werden konnte. Sie wussten, dass alle Dinge im Grunde genommen Gott gehören. So handelten sie nach dem Grundsatz Jesu: Geben ist seliger als nehmen. Ein junger Mann gebrauchte sein Material für viele Disco-Besuche und dafür viele Bücher zu kaufen, die er niemals zu Ende las. Als er aber Jesus kennenlernte, gebrauchte er sein Material nicht mehr für sich, sondern es war seine Freude, sein Material dafür zu geben, um einem Glaubensbruder die Hochzeit zu ermöglichen. Zum vierten führten sie ein dankendes und gottlobendes Leben. Der Vers 47a sagt: Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Eigentlich war die Lage der ersten Christen sehr schwierig. Aber sie schauten nicht auf die harte Realität. Sie dankten Gott alle Zeit für seine Gnade in Christus Jesus. Als sie sich an die Gnade Jesu erinnerten, waren ihre Herzen immer voller Lob und Dank. Und sie konnten viele herzbewegende Sondergesänge singen, so wie Hirten Moody Park in der vergangenen Woche. Der Vers 47b sagt: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie bildeten eine wunderschöne Einheit in Jesus, die eine große Anziehungskraft auch auf die Ungläubigen ausübte. Ihr gemeinsames Leben, das wie ein Abbild des Himmelreiches war, war sehr attraktiv, sodass sich viele für die Lehre der Apostel interessierten und täglich neue Gläubige hinzukamen. Studenten hören nicht so sehr unsere Worte, aber sie sehen unser praktisches Leben, ob wir die Lehre Christi in die Tat umsetzen. Wenn die Studenten unsere Liebe zu Jesus, unsere Liebe untereinander und unsere Liebe zu ihnen spüren, werden sich viele interessieren, das Leben des Glaubens kennenzulernen. Eine Gemeinde, die diesen Charakter der ersten Christen hat, kann Gott für das Werk der geistlichen Wiederweckung in Europa gebrauchen. Wir sehen, dass für viele eigene Angelegenheiten im Vordergrund stehen und das Gemeindeleben oft nur an zweiter oder dritter Stelle kommt. So sind die Gemeinden in Europa kraftlos geworden und oft nicht besser als ein Fußballverein. Wir müssen zuerst nach Gott und nach seinem Reich trachten und täglich in der Lehre der Apostel bleiben. Dann können wir gesunde und einflussreiche Gemeinden bilden, die Gott gebrauchen kann. Lasst uns wie Petrus die Botschaft von Jesu Kreuzestod und Auferstehung klar verkündigen, indem wir Jesus als unseren Herrn und Christus klar bezeugen. Lasst uns eine Gemeinschaft des Wortes Gottes bilden und Liebe untereinander von ganzem Herzen ausüben, durch die viele junge Menschen zu Jesus gezogen werden. Lasst uns durch Zweierbibelstudium den geistlichen Einfluss ausüben, durch den Europa geistlich wiedererweckt und als eine Hirtennation für die Weltmission gebraucht werden kann. Ich möchte zum Abschluss mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, dass du Jesus zu unserem Herrn und Christus gemacht hast. Danke, dass du unsere Ablehnung, unsere Rebellion gegenüber Jesus vergibst und uns hilfst, durch die Buße ihn als unseren Herrn und unseren Christus persönlich anzunehmen. Danke,
dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns helfen möchtest, eine geistliche Gemeinschaft zu bilden, die die Liebe Jesu widerspiegelt und durch die viele junge Menschen auch Jesus kennenlernen und ihn als ihren Herrn und Christus persönlich begegnen dürfen. Bitte segne jeden von uns, dass wir Jesus als unseren Herrn und Christus ganz persönlich aufnehmen und solch eine wunderschöne Gemeinschaft des Glaubens bilden dürfen. Ich bete für alles in Jesu Namen. Amen. Amen.